Ja, der Dergel ist ein reißender Fluss, der schon viele Leute das Leben gekostet hat. Es gab da mal die Geschichte von diesem Typen, der versuchte, eben mit einem Boot zu überqueren. Ach, die habe Habe ich ich auch auch gehört. gehört. Geht immer weiter herum. Die kennt ihr noch Scheinbar. nicht. Geschichte nicht. Ich Soll ich fürchte, die ich werde erzählen? diesen irren. Ach, echt? Ich habe gehört, die liegt immer noch auf dem Grund des Flusses. Kann sein. War das Ich ein Mensch? Ich hätte weiß. gehört, das war ein Troll. Es hat immer davon Es gesprochen, dass Troll es ein ein Troll Troll. war. Nein, es war ein Torwaller, der. Aber deswegen, Torwaller. vielleicht die Größe, deswegen der Troll. Ja, der Torwaller war nur lang und nicht breit, wie seine üblichen Landesgenossen. So wie Bohnenstange, meint ihr? Ja, genau, Bohnenstange ist der passende Begriff. Wahrscheinlich hat ihm die maraskanische Sonne das Hirn verdreht. Was hat denn jetzt Maraska mit der Geschichte zu tun? Das ist eine lange Geschichte. Ganz so. Tariba, wenn für euch gibt einfach so eine Geschichte von irgendeinem Idioten, so tot in einem kleinen Boot den Dergel zu überqueren. Das ist alles. Ah ja. Wir haben bestimmt noch mal die Gelegenheit, dass ihr mir die ausführlich erzählt. Das muss ja nicht unbedingt jetzt sein. Genau. Die werdet ihr hier in der Gegend noch öfter hören. Herr Ardo, ihr könnt nicht zufällig euch mit eurer Hündin auskundschaften. Und vielleicht findet ihr wieder die Spuren von irgendwelchen Räubern oder gar von dem Druide. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Aber davor wollen Asim und ich noch einmal mit dem Junker reden. Dann können wir das zuerst machen. Wenn ihr den Druiden sucht, müsst ihr wissen, wie ein Druide denkt. Den Druiden hinterlassen keine Spuren in der Natur. Verlasst euch drauf. Asim, wisst ihr, wie ein Druide denkt? In der Tat. Dann könnt ihr uns doch sicherlich dabei helfen, ihn zu finden, oder? Wenn er den Pfad seiner Tradition nicht verlassen hat, vermutlich schon. Wir müssen nur noch einen Steinkreis suchen. So. Man nickt Ardu zu und oder geht dann einfach mal in Richtung Viktoron. Ja. Währenddessen wird Niam an Ronga einzutreten und dir nochmal die Hand geben. Sieht stattlich aus. Kann ich nur zurückgeben. Ich hoffe, du kannst genauso gut mit dem Schwert umgehen. Sicher. Die eine oder andere Übung habe ich auch, wenn ich keine Veteranin aus den Kriegen bin, aber immer der ein oder andere kalte Alrik, der hier umherläuft, habe ich schon aufgespießt. Wo Nun, kommst du her? ich komme vom Svelte. Wo ist das? Im Norden, weit im Norden. Wir haben viele Probleme mit den Orks. Davon habe Seit. ich gehört, aber ich habe noch nie einen gesehen. Ein Ork? Ja. Schwarz bepelzt, ziemlich klein. Eineinhalb Schritt Klein? So groß. groß wie Zwerge? Ein bisschen größer als Zwerge. Aber kräftig sind sie. Und meistens ziemlich aggressiv, wenn man welche bei uns am Sveltal trifft, kann man noch ab und an mit denen reden. Aber desto weiter westlich man geht, werden die immer gefährlicher. Kennt ihr schon die Gerichte, die Geschichte oder das Gerücht vom Schlechter vom Wurzenwald? Schlechter vom Wurzenwald? Nein, kenne ich nicht. Was hat's damit auf sich? Richtiger Mistkerl. Ein Baron, der hier irgendwo im Osten von hier sitzt. Da sollen wohl die Wurzenwälder sein. Der hat einfach Boron-Geweihte umgeritten. Er hat einen Brief geschrieben nach Punin, dass er welche braucht. Und dann kam die und dann hat er sie in der Nacht umgeritten. Einfach tot. Schlechter vom Wurzenwald. Wieder ein, den die Bildermark hier verrückt gemacht hat. Anders kann ich mir sowas nicht erklären. Richtiges Schwein. Wir sind ja froh, wenn es Eingeweihten gibt. Ich hoffe, man hat ihn aufgeknüpft. Ja, ich will es auch hoffen. Ah, diese Kriegsfürsten. Widerlich. Ja, wisst ihr schon, welche beiden eurer Männer ihr mitnehmen wollt? Ja, wahrscheinlich Juppa und Jörn. Die sind lustig und verstehen sich zumindest mit der Hellebarde.
Und hoffentlich sind sie geübte Krieger, denn wir werden gegen eine Überzahl kämpfen müssen, das steht außer Frage. Dann ist das so. Immerhin haben wir einen Magier dabei. Ja. Und eine Adligen. Er hat sich... Nun, ich weiß zwar nicht, was für Fähigkeiten er beherrscht, aber... Er scheint kompetent, zumindest von dem, was er sagt. Aber wer bin ich, sowas einschätzen zu können? Tja, werden wir es herausfinden. Werden wir wohl. Derweil bei Kasim und Ardo. Wir können sehen, wie der Adlige sich gerade wieder irgendwie ein merkwürdiges kleines Törtchen wieder in den Mund geschoben hat, hat sich da gerade direkt in die Küche gesetzt und sind wohl noch immer warm, dampfen so ein bisschen, kommen also gerade frisch raus. Daneben steht noch ein großes Tablett mit Pasteten und so. Er lässt es sich gut gehen. Ja, während er sich gerade mal so eine Pastete reinschiebt, also sich brav auf sein Essen konzentriert, möchte Kasim ihm mal mit einem Odem bedenken. Ich lasse mir Zeit. Lass die Formel weg. Okay, ich wollte mich gerade sagen, sonst musst du laut sprechen. Nix gibt's. Laut sprechen. Hallo, ich bin Gildenmagier. Ja. Das hebt sich auf. Also plus minus 4. Jeweils. Und dann? Sprechen weglassen, das ist eine plus 7. Ja, aber Gildenmagier halbiert. Gildenmagier haben keine zentrale Komponente. Doch. Die 7. Aber du kannst dir Zeit lassen und du siehst auf alle Fälle, dass wohl um seinen Kopf herum irgendwas Magisches. Das ist nicht er selber, aber etwas Magisches haftet an ihm. Komponenten oder Merkmalskenntnisse kannst du aber nicht erkennen. Ja, Kopf deutet in der Regel auf irgendwas, auf was am Kopf wirkt hin. Ja, das nimmt man zur Kenntnis und wartet dann darauf, dass Ardo ihn anspricht. Junker? Ja, Moment, ich hab den Mund voll. Was? Ich wollte nur noch einmal kurz mit euch sprechen. Ja, ihr könnt alles mit dem Kastellan oder mit der Violent klären. Die sind viel kompetenter als ich. Ich kümmere mich hier meistens um die Wirtschaft, damit das alles läuft. Und Vieh und Acker, ne? Das ist ja schon wichtig. Wirtschaft. Und die Wirtschaft geht es mir in gewisser Hinsicht. Ja. Okay. Ihr sagt jetzt ein Dukat pro Kopf? Naja, also ihr seid sicherlich Helden und wisst ihr, viel haben wir nicht, ne? Also ihr bekommt eine Dukate für, wenn ihr losgeht. Also nicht pro Kopf von Räuber, ne? Also ihr müsst mir den Kopf von diesem Anführer bringen. Ich weiß nicht, wie der heißt. Niam weiß das. Sehr gut. Und dann bekommt ihr einen Dukaten. Ach, nur für den Kopf des Hauptmanns, also des Räuber. Hauptmanns. Naja, also warum soll ich da bezahlen für die Köpfe von irgendwelchen Halsabschneidern? Die sind ja nichts wert. Naja, wäre dieser Hauptmann so gefährlich, hätte er seine Halsabschneider nicht? Was? Naja, ihr seid doch 5 Leute. 5 gegen 1. Wir sind nur um die 20. Naja, ihr müsst die 20 ja nicht umbringen, nur den einen. Ja, aber wenn die 20 sich in den Weg stellen, dann ist ja, dann kommen wir ja nicht in einen ran. Ja, aber ihr seid doch Helden. 5 Dukaten gebe ich euch. Lasst euch was einfallen. 5 Dukaten? Ja, also, wie gesagt, 5, die müsst ihr euch dann aber teilen. Na, 5 Dukaten pro Person, oder? Nee, eine pro Person sind 5. Ach, da war... Also, das ist doch wirklich eine gefährliche Aufgabe. Das muss sich ja schließlich für uns lohnen. Naja, ist nur ein Wald. Stellt euch mal vor, einer von uns wird verletzt. Wer allein was der Medikus kostet. Ja, dann solltet ihr ihn nicht verletzen lassen, oder? Deswegen bleibe ich ja auch hier drin. Ja, aber wieso sollten wir denn gehen, wenn wir keine Sicherheit haben, dass es sich für uns lohnt? Ja, wegen der 5 Dukaten. Seid ihr gemachte Männer. 5 Dukaten sind doch nicht so viel. Da könnt ihr, das verdient ein ganzer Bauer im Jahr. Ja, sind wir Bauern? Sehe ich aus wie ein Baron? Sehe ich aus wie ein Bauer? Ja, schaut zum Magier rüber. Wenn ihr alleine loszieht, gebe ich euch auch 5 Dukaten. Da braucht ihr ihn gar nicht. Das ist immer noch ein Witz. Also wir sind eine Gruppe, die nicht aufteilbar sind. Wir sind eine gestandene Gruppe. Die beiden Herren sagen das. Entweder ihr bezahlt uns alle oder kein von uns. Wobei wir das alle bezahlen bevorzugen. Naja, ich bezahle für den Kopf von dem Toten. Der ist jetzt der Ghoul, glaube ich, hat er gesagt, ne?
Kasim guckt zu Ardo. Salz einfach unter euch auf, ich brauch kein Geld. Sagt einmal, ihr wollt wirklich nur für den Kopf des Anführers bezahlen. Ist es vielleicht so, dass die anderen ehemals euch untergestellt sind? Sind sie Deserteure oder so? Kennt ihr sie? Ich kenne da überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Die tragen falsches Wappen, sagt Niam. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Sind einfach Räuber und Mordbuben. Aber sie haben dapatischen Dialekt. Kein tropischen. Hm. Ah. Na gut. Wir werden dann nochmal drüber reden, wenn es soweit ist. Ja, und ich klopfe mir auf die Schulter und gehe raus. Ja, du hast irgendwie Fett und Schweiß an deiner Hand. Kannst du schon abwischen. An der nächsten Tür ab. Keine Ahnung. Oder ja. Am Gras. So könnt ihr euch wieder gemeinsam versammeln. Dann schreiben wir den zweiten Raya 1030 nach Bosporans Fall irgendwann in der 17. Stunde und ihr betrachtet den vor euch liegenden dunklen Wald, nachdem ihr aus der Burg rausgetreten seid, das Dorf hinter euch gelassen habt und Niam an eurer Seite habt. Was wollt ihr tun? Also Herr Kasim, entschuldigt, könnt ihr vielleicht irgendwie bestimmen, ob es da tatsächlich Magie auf sich hat bei diesem Wald oder ist das vielleicht eher Aberglaube? Der Wald existiert schon immer. Wir hatten da vor ein paar Jahren hatten wir da mal einen riesigen Ogre drin. Aber seitdem gibt's seit einiger Zeit kommt er nicht mehr raus. Also Ogre sind noch drin. Ogre sind nicht bekannt dafür, zaubermächtig zu sein. Aber apropos Magie, man schaut mal zu Niam. Ist euch bewusst, dass euer werter Herr Junker, dass Magie auf ihm liegt? Was meint ihr damit? Er ist auf irgendeine geartete Art und Weise verzaubert. Ich kann das nicht genau bestimmen. Seit wann? Das weiß ich nicht. Deswegen ist er so fett oder warum? Vielleicht beeinflusst es seinen Geist. Er hat einen gesunden Appetit, würde ich sagen. Und vielleicht sollte man ihn das nicht unbedingt schlecht reden, denn vielleicht trauert er innerlich über seine Baronie, aber seine Junkernschaft. Ja, wahrscheinlich verwandelt er sich jetzt wieder auch in Ogre. Oder anderen in Vielfraß um. Vielleicht. Ja, Vielfraß, er verwandelt sich in den Ogre. Seitdem der weg ist, fehlt einer. Verzeiht Herr von Falkenstein, aber bei solchen von Praios Auserwählten frage ich mich manchmal, was das soll. Auch wenn er kein Adliger ist, sondern ja, Junker, aber warum auch immer der Baron ihn ernannt hat. Na gut, früher war er nicht so. Der Baron hat ihn ernannt? Wozu? Naja, zum Junker. Ach. Soll halt aufpassen auf das Schloss, wenn der Baron selber nicht da ist, aber wie gesagt, von dem fehlt jetzt seit einiger Zeit was. Und, dann gibt es ja noch den Junker auf Schönblick und den Junker Fironian, das ist der von Binsböckel, aber der war auch das letzte Mal vor ein paar Wochen hier. Hat er sich einmal mit, einem Mann angelegt, langer Bart, vermutlich grau, Witterkappe auf dem Kopf? Oder mit einer Frau, die vielleicht eine Hexe sein könnte? Wen meint ihr, Fironian? Nein, ob sich euer Junker mit solchen Leuten einmal angelegt hat. Irgendwann in der Vergangenheit. Nee, der bewegt sich nicht aus dem Schloss raus. Der Einzige, mit dem er streitet, ist Fironian. Na gut, da können wir jetzt nichts machen. Und er war trotzdem vor 2 Wochen hier, obwohl die beiden im Streit liegen? Oh, ja, vor ein paar Wochen war das. Ich weiß nicht, ob das 2 Wochen her ist, aber... Das ist auch nicht wichtig, aber er war hier? Sie waren da und haben wieder über die Verwaltung von der bekannten Baronie gesprochen und haben sich mal wieder gestritten. Wisst ihr, worüber sie sich gestritten haben? Ja, es geht darum, wer jetzt die Baronie anführt, wo der Lehnsherr jetzt verschwunden ist. Jeder hat da seine eigene Meinung und Fironian macht einfach. Das ist der Vetter vom Baron, deswegen ist er wahrscheinlich dann noch ernannt worden. Und jetzt führt Fironian eben diese Baronie. Und unser Herr Junker kümmert sich eben nur um diese Burg und Hauptsache, dass er Essen auf dem Tisch hat. Ja, er will vermutlich nur das, was alle Männer mit Macht wollen. Solange er nicht anderen das Essen weg ist, ist doch alles in Ordnung. Gegen einen gesunden Appetit spricht doch erstmal nichts. Er isst für 3 Familien.
Na gut, daran können wir jetzt erstmal nichts ändern. Wir sollten uns jetzt hier im Wald umschauen. Und Kasim geht mal direkt an den Waldrand, so auch mal so auf Sichtweite, dass er die Leute draußen so sehen kann, rein und schaut sich dann mal um, schaut in den Wald rein. Vermutlich sieht er nichts Besonderes. Du hast das Knacken um dich herum. Na, ist das ein ungutes Gefühl oder hast du Gefahreninstinkt? Nein. Du hast keine Ahnung. Es knackt. Gut, dann drehe ich mich mal so, dass ich in den Wald reinschaue und mache nochmal einen Odem. Lass mir Zeit. Diesmal mit Formel. Aufsicht. Ja, genau. Auf hier die Kegelsichtvariante. Okay. Das ist, glaube ich, plus 2, plus 3. Ich schmeiß einfach. Ja, gelungen ist es, nur nicht gut. Ja, du biegst und beugst die Matrix so ein bisschen vor deinen Augen und schiebst, aber entweder siehst du nichts oder da ist nichts. Wieder mal bist du dir nicht sicher. Ob hier Magie ist, kann ich nicht sagen. Wenn welche da ist, ist sie verborgen. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche und einfach nichts ist. Und dann geht er tatsächlich mal so ein bisschen am Waldrand entlang. Aber immer so direkt im unmittelbaren Waldrand, sodass er immer noch die Leute draußen sehen kann. Und versucht einfach mal so auf die Sachen zu achten, die potenziell gefährlich aussehen könnten. Also vor allem die auf irgendwelche dämonischen Einflüsterungen, Verseuchungen hindeuten könnten. Ja, ihr solltet aufpassen, nicht, dass ihr euch der Vampir holt. Der was? Was? Ein ja. Ogre, ein Vampir. Klar, die Köhlermädchen erzählen davon. Es gibt so eine alte Spukruine und da in der dunkelsten Stelle des Forstes erhebt sich dann der Geist von einem Vampirfürsten. Der geht da rum. Der wurde von den Sonnenkaisern umgebracht. Man weiß doch, dass keine Vampire existieren. Was? Jeder weiß, dass Vampire existieren. So viele Bestien existieren, aber Vampire sind keine davon. Jetzt wollt ihr mir wohl noch erzählen, dass Werwölfe falsch sind. Nein, die gibt's. Die existieren. Das ist jetzt ja wohl Unfug. Was ist das denn hier für... Würfelt ihr das aus, was existiert und was nicht? Nein, Erfahrung. Ich bin zwar noch nie einem Werwolf über den Weg gelaufen, aber ich war in Schwarztobrien unterwegs. Seid ihr schon mal ein Vampir begegnet? Soll es welche geben? Nein. Dann könnt ihr auch nicht sagen, dass es keine gibt, wenn ihr noch keinen gesehen habt. Aber ich habe auch noch niemanden getroffen, der einem Vampir begegnet hat. Anders bei Werwölfen. Und ich habe eine gute Menschenkenntnis. Ich weiß, wenn mich jemand einlügt. Dann haben sich die Kölner Mädchen das wohl ausgedacht. Sehr wahrscheinlich. Obwohl, hier in der Gegend gibt es ja genug. Man müsste sich theoretisch nichts ausdenken. Ich denke auch, ein Ghoul, ein bösartiger Druide... dieses Räuberpack, das reicht ja wohl fürs Erste. Ja, nicht, dass wir gegen einen Ogervampir kämpfen müssen. Der ein Ghoul ist. Jetzt scherzt ihr aber. Also, wenn jemand auf Kasim achtet, kann man sehen, dass er die Augen verdreht. Ja, wollt ihr jetzt noch reingehen oder lieber euch zurückziehen? Nun, wir wollten sowieso erstmal übernachten und ich würde sagen, überlegen wir es nochmal gut, wie wir die Sache angehen. Nein, bei Nacht sollten wir uns nicht in den Wald wagen, obwohl wir die Dunkelheit auf unserer Seite hätten. Aber sie kennen sich besser in dem Wald aus als wir. Ja, da kommt euer Führer. Ardo heißt er, oder? Hat sich noch eine Pastete geholt. Ardo. Sicherlich. Hallo, Ardo. Was meint ihr mit dem Wald? Sieht dicht aus und nicht sonderlich gut. Wieso? Wir hatten überlegt, ob wir noch etwas in den Wald hineingehen, etwas ausspähen, vielleicht versuchen, den Druiden zu finden. Allerdings ist es doch schon etwas spät. Was meint ihr? Ach, wir müssen nicht unbedingt hineingehen, aber vielleicht können wir ja mal einen Wald ranschauen. Das hat Kasim schon gemacht. Ach so. Ja, der steht auch noch so halb im Waldrand. Ach, ich hab dich gar nicht gesehen. Entschuldige. Bing. Ja, ich geh mal zu ihm. Ich schau auch mal. So ein paar Meter rein werden ja nicht schaden.
Ich werde mal meinen Blick auch ein wenig schleifen lassen. Vielleicht sieht man ja irgendwelche Spuren von Ogern oder Vampiren. Fährtensucher. Ich würde gerne nach... Waldkundig zählt, oder? Waldkundig zählt, klar. Ich würde auch gerne nach... Ich würde auch gerne nach Tierspuren ausschalten, beziehungsweise noch nicht mal unbedingt Tierspuren selbst, sondern schauen, ob ich einfach irgendwie einen Vogel oder dergleichen in der Nähe sehe. Irgendein Tier. Ja, ihr schaut nach Spuren eines Ogers oder nach denen von Tieren, nach denen von irgendwelchen Mördern, von Vampiren, von Ghulen, aber da ist nichts. Der Wald, er ist nicht unheilig tot, aber er ist einfach nicht belebt. Er ist sehr dicht, er ist sehr dunkel, vor allem jetzt zu dieser Tageszeit, aber Tiere gibt es nicht, es gibt kein Vogelgezwitscher. Dann halte ich nach Spuren auch schon. Kommt einem das unheimlich vielleicht nicht, aber ungewöhnlich vor mit dem kein Vogelgezwitscher? Ja, würde eine Wildnislebenprobe klären, inwiefern du da mehr zu sagen kannst. Die würde ich auch gern ablegen, da bin ich gar nicht so schlecht, glaube ich. Hat Daria eine Waldkunde? Nee. Waldkundig habe ich auch nicht. Du hast 17 Sternchen im Gegensatz zu den anderen. Naja, 10. Bin allerdings nicht waldkundig. Ja, Kasim, Dravigor, Ronga, das ist nicht unnatürlich, das ist einfach leer gefressen. Wenn es keinen Vierungeweihten gibt, der auf die Jagd achtet und die Erholung des Rotwildes oder ganz generell des Wildes generell, egal welche Farbe, und das einfach leer gejagt wird, dann gibt es keine Vögel, dann gibt es keine Rehe und keine Kaninchen. Dann ist die Frage, was da geknackt hat, aber Tiere sind das nicht. Also vielleicht wäre noch gut zu wissen, ob wir einfach so in das Gehölz laufen morgen oder ob es eine Art Pfad gibt durch den Wald. Also es gibt einen kleinen Bach, einen Flusslauf, der fließt dann in Richtung der Gernhardt, aber ansonsten gibt es da keinen richtigen Pfad hinein. Das ist das Einzige, was ich euch anbieten kann, sonst müssen wir uns durch das Unterholz schlagen. Und die Köhler wohnen auch am Waldrand oder wohnen die eher irgendwo drin? Ja, mittlerweile gibt es keine Köhler mehr drin. Die Wälder, die Untoten herrschen in den Wäldern seit 2 Jahren und wir haben uns daraus zurückgezogen. Die Wälder sind überwuchert. Es gibt noch die alten Hütten. Und die Ködermädchen wohnen aber mitten im Dorf jetzt. Das mit dem Bach ist gut zu wissen. Vielleicht sollten wir uns wirklich an dem halten. Denn uns wurde erzählt, dass sie ihre Spuren verwischen, indem sie durch den Bach laufen. Aber das heißt, sie werden auch an irgendeiner Stelle des Baches wieder Spuren hinterlassen. Das klingt sinnvoll. Außerdem haben wir was zu trinken, wenn wir uns verlaufen. Ja, in einem Bach sich zu verlaufen, das ist doch schon arg schwierig. Man geht entweder in die eine Richtung oder die andere. Das ist außerdem ein Vorteil. Aber ich stimme dem, was Ronga gesagt hat, zu. Vielleicht finden wir an einem Flussufer Spuren, denn selbst wenn sie nicht dort lang gehen, wahrscheinlich werden sie am Fluss ihr Wasser holen oder ähnliches. Das ist das Beste, was meiner Meinung nach einfällt. Ja. Ich denke, dann ruhen wir uns aus und brechen morgen beim Morgengrauen auf. Möchte noch jemand von euch etwas erledigen? Ansonsten ist es auch mein Vorschlag und wir würden dann zurückgehen. Keine Einwände? Sehr gut. Nein, ich denke nicht. Kurz oder lang müssten wir uns nochmal mit diesem Junker auseinandersetzen. Wenn er wirklich verzaubert ist, dann müssen wir uns darum kümmern, oder? Oder zumindest jemandem Bescheid sagen, der sich darum kümmern kann. Ich bin kein Bannbrecher. Ja, selbst wenn er verzaubert ist, es scheint ja nicht so zu sein, als ob es ihn gerade umbringt, nicht wahr? Ich meine, er isst nur sehr viel. Das ist jetzt keine Sache, die direkt unsere Aufmerksamkeit erfordert. Mal davon abgesehen, dass Kasim der Einzige ist, der sich darum kümmern könnte. Und ich meine, er sagt dir, könntet ihr euch darum kümmern jetzt gerade? Er schüttelt den Kopf.
Dann schicken wir... Ich bin Elementarist. Ich denke, das ist tatsächlich etwas, das wir der Hesinne geweihten, die uns diesen Auftrag gegeben hat, erzählen müssten. Dann ist es beschlossen. Wie gesagt, es wird ihm jetzt die paar Tage nicht so viel schlechter gehen, deshalb. Und später kann sich dann jemand anderes, der kompetenter ist als wir, darum kümmern. In diesem Bereich kompetenter. So, könnt ihr zurückkehren zur Burg, euch weiter mit Niam Rogel unterhalten, mit dem Kastellan Aurelian Garbelsen, ein Duckmäuser, wie er im Buche steht, warum auch immer er zum Kastellan ernannt worden ist, Viktoran, der unangenehm ekelhaft ist, schmatzt und schwitzt, aber ja, gemeinsam mit dem gekochten Essen von Dravigor könnt ihr euch dann irgendwann, nachdem die Höflichkeit es zugelassen hat, euch zurückziehen, schlafen, euch ausruhen und am nächsten Morgen früh, frisch und ausgeruht aufbrechen. Ich donner mal 4 LEP astrale Meditation. Kann schlafen gehen. Gut, habe ich mir gedacht. Ja, ihr könnt regenerieren. Gute Betten, die euch gestellt werden, also mit einer Regeneration plus 1. Und dann gräut der Morgen. Haben die Alkohol, den sie bereit sind, mit uns zu teilen? Ich meine... Wir haben zwar noch Schnaps, aber der mundet ja nicht wirklich. Ja, selbstgebrautes Bier, wahrscheinlich aus Arvesheim. Es ist sehr lasch, wenig Kohlensäure drin. Es schmeckt ähnlich ekelhaft, auch wenn weniger Alkohol drin ist. Aber gut, muss man einfach mehr trinken. Und gibt wohl irgendwie ein Geheimrezept von dem Arvesheimer, dass man das dann irgendwie mischt mit Zucker oder sowas. Es schmeckt halt nicht. Wenigstens Abwechslung. Also dann, Freunde, seid ihr alle bereit, um in den dunklen Wald zu gehen, um die Hesinde-Geweihten zu rächen? Es geht hier nicht um Rache. Es geht darum, diesen Wald von finsterem Gelicht zu befreien. Es geht darum, die Banditen zu finden und ihre Machenschaften zu beenden. Aber ja, ich denke, sind alle bereit, nicht wahr? In der Tat. Ja, so könnt ihr gemeinsam mit der Weibelin Niam Rogel und den beiden Waffenknechten Jupp und Jörn aufbrechen in den finsteren Ogerhain. Ihr geht ein paar Meter entlang des Waldes, der Kante, und trefft dann auf ein kleines Bächlein, was hier aus dem Wald sich ergießt und dann irgendwann in die Gernart fließt, wo es dann sich mit der Dergel vereinigt. Das noch begehbar für ein Pferd oder ist der Wald zu dicht dafür? Er ist sowieso sehr dicht. Okay, also nur um sicher zu gehen, dann wäre ich halt ohne Pferd. Ja, kannst du natürlich, das wurde dir angeboten, die Leute wissen, wie dicht der Wald, das kannst du dann natürlich auch in Schlangenfurt lassen. Ja, hätte ich dann auch gemacht. Gut, also. Steht dann dort in der Stallung, wartet auf dich.